Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine geraten anscheinend immer weiter in die Defensive. Wir haben schon von der Stadt Lugansk gesprochen, in der die jetzt nun eingezingelt worden sei, umstellt worden sei von der ukrainischen, vom ukrainischen Militär. Regierungstruppen haben heute auch die Rebellenhochburg Donetsk unter heftigen Beschuss genommen. Erstmals sind Granaten in der Nähe des Stadtzentrums eingeschlagen, so ist zu lesen. Christian Neff ist Korrespondent der Zeitschrift Der Spiegel und ist derzeit in Donetsk. Wir sind ihm telefonisch verbunden. Was haben Sie von diesen Gefechten in Donetsk gesehen? Ja, diese Gefechte waren, oder sagen wir, diese Granateneinschläge waren in unmittelbarer Nähe meines Hotels. Insofern bin ich 5 Minuten nach den Einschlägen dort gewesen. Es war ein Salvenfeuer, wie wir es lange auch nicht mehr erlebt haben. Wobei das, was wir eben hörten, dass die Schuld eindeutig den ukrainischen Truppen zugewiesen wird, das ist natürlich schwer zu sagen. In Wirklichkeit weiß man ja nicht, von wem diese Granaten stammen. Aber es hat jedenfalls noch nie eine solche Salve mitten ins Zentrum der Stadt gegeben. Da ich 5 Minuten später da war, habe ich die Opfer gesehen. Es lagen mindestens 3 Menschen da. Ein Mann war auf der Stelle tot. Viele Gebäude schwer beschädigt. Die paar Familien, die dort noch drinnen lebten, stark verängstigt. Und man hört auch im Verlauf des weiteren Tages hat man dann immer wieder Granateinschläge und Artilleriefeuer rund um die Stadt und zum Teil in den Vororten gehört. Das hat es so in den letzten Tagen noch nicht gegeben. Also es stimmt, dass die ukrainischen Truppen immer näher heranrücken. Aber hier bei diesen Einschlägen war nun deutlich zu sehen, dass das Feuer aus dem Norden der Stadt gekommen sein muss. Dort sind auch die heftigsten Kämpfe. Aber diese Kämpfe finden statt etwa 8 Kilometer vom Zentrum entfernt und das Feuer, ein Fehlfeuer 8 Kilometer weit sozusagen woanders einschlägt, wo es gar nicht hingehörte, das kann man sich nur auch wieder schwer vorstellen. Also es ist ganz schwer einzuschätzen, von wem diese Artilleriegranaten wirklich stammen. Das heißt, dann ist aus Ihrer Sicht und nach Ihren Informationen auch schwer, die Frage zu beantworten, wie sehr und ob die Separatisten tatsächlich nun im Bedrängnis sind? Dass sie im Bedrängnis sind, das ist ganz offensichtlich, auf jeden Fall. Sie haben Truppen aus anderen Gebieten in die Stadt geholt, die hier die Verteidigungslinien stärken sollen. Man sieht sie, die Rebellen im Stadtzentrum selbst ganz wenig. Sie sind vor allem an den Checkpoints draußen, wo sie mit Hilfe von schwerer Technik weitere Betonblöcke aufrichten, um den Einmarsch der ukrainischen Truppen zu erschweren. Und wie gesagt, diese Nachrichten, die wir hören, auch von der angeblichen schweren Verwundung des Verteidigungsministers, des Obersten Strelkov, das alles macht hier natürlich die Runde und verunsichert die Rebellen selbst. Es scheint so, dass das mit Strelkov möglicherweise doch stimmt. Der Rücktritt, von dem gesprochen wurde, das ist der bisherige Chef der Separatistenregierung in Lugansk. Der ist ersetzt worden durch einen Militär. Das ist das, was wir auch hier in den letzten Tagen in Donetsk beobachtet haben. Ja. Die bisherigen zivilen Führer der Separatisten werden durch Militärs ausgetauscht. Das ist also ganz deutlich ein Zeichen dafür, dass es sozusagen zur letzten Schlacht geht und dass die Militärs jetzt das Sagen haben. Donetsk ist ja auch eine Stadt, in der die Bürger eigentlich für eine Annäherung an Russland gewesen waren. Was erzählen die Menschen Ihnen, mit denen Sie ja auch immer wieder sprechen in der Stadt, was erzählen die Menschen Ihnen im Moment? Naja, die Stimmung ist nicht ganz so eindeutig auszumachen. Dort, wo es heute diese Einschläge gab, die Artillerieeinschläge, dort habe ich mit Anwohnern gesprochen, also mit den wenigen, die dort noch leben. Die waren natürlich ganz verbittert und haben gesagt, die Ukrainer, also sie meinten damit die Kiewer Regierung, haben ihnen nie wirklich reden wollen. Das lasten sie ihnen schwer an. Man merkt aber auch nicht unbedingt eine totale Unterstützung für die Separatisten. Also sie wollen schon Eigenständigkeit, sie wollen eine Autonomie für ihre Gebiete hier in Donetsk und Lugansk. Aber sie sind nun nicht fanatische Anhänger der militanten Rebellen hier. Und das merkt man immer wieder auch, wenn man in die Stadt fährt, in die Vororte. Und man sieht durchaus auch Parolen, die sich gegen die Separatisten richten. Also wie das hier stimmungsmäßig weitergeht und auf welche Seite sich die Bevölkerung dann später schlagen wird, ist im Moment ganz schwer einzuschätzen. Vielen Dank für Ihre Informationen, Christian Neff aus Donetsk.